Das Tolle ist ja auch, die Samen, die sie versprühen, töten zwar die Zombies, aber wenn die Zombies die Samen essen, töten sie sie nicht. Erkennt einer die Logik dahinter? Ich erkenne sie nämlich nicht. Und ich fresse mir den nächsten Grabstein weg, weil der mich nervt. Komm, 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 ich brauche noch Sonne. Ich will noch einen Stinkepilz bauen. So, okay. So, wir haben bereits drei Grabsteine weggebaut. Das kann sich langsam doch schon sehen lassen. Ich will jetzt aber, weil wir zwei Wellen haben, erstmal in jeder Reihe lieber einen Stinkepilz haben, bevor ich jetzt wieder einen Grabstein wegmache. Ach, weil die Zombies, die pro Welle kommen, natürlich vorprogrammiert sind. Das heißt, egal ob sie durch Grabsteine kommen oder so, sie kommen. Und jetzt können wir hier noch einen Grabstein. Nein, ich wollte den Grabstein wegfressen. Nein, ich hoffe, da kommt jetzt kein Zombie raus. Ach, wir haben es geschafft. Und da kommen die netten Zombies. Und hier kommt meine nette Abwehr. Und gerade so geschafft. Und wir sind noch in der ersten Welle, wie ich gerade sehe. Ich dachte irgendwie schon, wir wären weiter. Aber gut. Alles easy momentan noch. Und nicht vergessen, die Münzen aufzusammeln, weil wir brauchen jetzt ja 5000 Euros. Und so wie ich das Spiel eingeschätzt hätte, dachte ich eigentlich, wir befinden uns in Amerika. Aber da wir doch Euros haben, scheint es entweder die Welt der Zukunft zu sein, wo irgendwie jeder Euro hat. Oder aber sie haben es einfach beim Übersetzen mit umgeändert. So. Jetzt sollten wir relativ gut vorbereitet sein. Aber was soll's. Quatsch hier. Wir haben hier direkt noch eine Reihe Stinkepilze hin. Und falls noch Grabsteine kommen, sind auch vorbereitet. So. Nächste mit der Tür in der Hand. Also falls euch mal ein Zombie mit einer Tür in der Hand begegnet, dann habe ich es nicht geschafft, die Zombie-Invasion aufzuhalten. Tür mit Glasfenster allerdings, nicht mit Gitter. Schon. Ach, nicht der Pilz, sondern der Zombie. Ich setze jetzt einfach nochmal ein paar Walnüsse davon. Und wir haben doch eine ganze Menge Sonnen bis jetzt angehäuft. Also Sonnenenergie. Wenn wir wirklich so viele Sonnen hätten, dann wäre hier mein Garten ganz schön verstrahlt. Ganz abgesehen davon, dass wahrscheinlich durch die Hitze schon längst vergammelt wäre. Oder verdörrt. Schon. Werd fertig. Geschafft. Die letzte Welle Zombies. Wir warten erstmal, bis sie näher kommen und dann sprengen wir sie. Gekonnt mit einer Kirschbombe weg. Und tschüss. Ach ja. Ich liebe es, beinahe fair zu spielen. Nur nicht gegen Zombies. Und da haben wir das besagte Lexikon bekommen. Tada! Und ich würde sagen, Vorstadtlexikon. Es listet alle Pflanzen und Zombies, auf die du triffst. Wir gucken einfach direkt mal rein, weil sich das automatisch schon öffnet. Und ich werde jetzt nicht groß vorlesen, was die alles an Schaden machen oder was sie für Attacken machen. Wir lesen einfach nur mal die lustigen Sprüche zu den Sachen her. Erbsenkanonen. Wie kann eine Pflanze nur so schnell so viele Erbsen bilden und verschießen? Zitat der Erbsenkanone. Harte Arbeit, Engagement und ein ausgewogenes Frühstück aus Sonnenlicht und Kohlendioxid machen das möglich. Ach,
mir schon wieder verlesen. Mann. So, Sonnenblume. Sonnenblumen wiegen sich gern zur Musik. Zu welcher Musik? Zum lebensspendenden Rhythmus der Erde natürlich. Diesen können nur die Sonnenblumen hören. Ja, schade eigentlich. Aber der scheint bei jeder Sonnenblume anders zu sein, weil wenn ich die in meinem Garten gepflanzt habe, wippen die alle unterschiedlich. Müsste mal drauf aufpassen. Ich könnte explodieren, sagt Kirche 1. Nein, lass uns lieber platzen, sagt ihr Bruder. Nach kurzer Diskussion beschließen beide einfach zu platzodieren. Das erklärt ihre Effektivität. Die Walnuss. Die Leute fragen mich, wie ich es nur aushalte, ständig von Zombies angeknabbert zu werden, sagt Walnuss. Ganz einfach, ich bin relativ unempfindlich und spüre dabei nur ein leichtes Kribbeln, wie bei einer entspannten Massage. Ach so. Und wieso weinst du dann irgendwann? Kartoffelmine. Die Kartoffelmine gilt als faul, weil sie alles immer auf den letzten Drücker tut. Sie selbst sagt dazu nichts. Sie grübelt über die beste Geldanlage nach. Okay. Ja. Nee, ist klar, Kartoffeln und Geldanlagen, das macht auch voll Sinn. Irgendein Witz, der im Englischen vielleicht super lustig war und im Deutschen nicht mehr klappt. Keine Ahnung. Und die Hagelzuckererbse. Die Leute sagen ihr immer, wie cool sie sei. Sie sagen, sie solle einen kühlen Kopf bewahren. Hagelzuckererbse verdreht nur die Augen. Gibt es denn keine originellen Sprüche mehr? Ja, du hast Glück. Ich wollte vorhin auch etwas Ähnliches sagen, als du aufgetaucht bist in meinem Inventar. Schnapper wäre beinahe Stuntman in Der kleine Horrorladen geworden. Oh ja, Der kleine Horrorladen, ein toller Film. Wurde dann aber doch nicht genommen, weil sein Agent zu viel Gage verlangte. Er ist deswegen jedoch nicht verbittert. Das gehöre eben zum Geschäft, sagt er. Ja, klar, klar. Das, wer es glaubt. Der Duplinator ist cool. Er stammt von der Straße. Er lässt sich von niemandem provozieren, ob Pflanze oder Zombie. Und er hält sich andere Erbsen mit... Und er hält... Bla, verdammt. Nochmal ab dem Komma. Und er hält sich andere mit Erbsen von Leib. Insgeheim sehnt er sich jedoch nach Liebe. Tja. So. Ja, bei diesen Pilzen... Hier, bei allen sieht man's. Schläft am Tag, in lila geschrieben. Ist noch eine kleine Besonderheit. Ich weiß erst seit kurzem, dass es Zombies gibt, sagt Wurstpilz. Wie viele Pilze nahm ich an, dass sie einfach nur Märchen oder Filmfiguren sind. Dieses Erlebnis hier hat mir endlich die Augen geöffnet. Ja, entsprechender Pilz, der das sagt, weiß, wovon er spricht. Der Sonnenpilz hasst die Sonne. Er hasst sie so sehr, dass er sie sofort ausspuckt, sobald sich Sonnen in ihm bilden. Er kann sie einfach nicht ausstehen, er findet sie nur ätzend. Der hat eine klare Aussage getroffen. Ich war ganz unten, musste Hefesporen für eine Bäckerei herstellen, sagte er. Dann erzählte mir der gute Pustepilz von dieser Chance, Zombies wegzupusten. Jetzt hat mein Leber wieder einen Sinn. Tja, so schnell kann's gehen. Wohl Hefesporen sind doch auch was Feines. Kann man gut Pizza mitmachen und Kuchen, lauter leckere Sachen. So, der Grabfresser. Trotz seines gefährlichen Aussehens möchte der Grabfresser betonen, dass er Kätzchen liebt und in seiner Freizeit ehrenamtlich in einer Zombie-Besserungsanstalt arbeitet. Es ist mir immer ein innerliches Bedürfnis, sagt er. Ja, also ein ordentlicher, netter Kerl. Ja, wir werden noch diverse weitere Pflanzen bekommen, wie man vielleicht hier an diesen vielen gestrichelten Kästchen noch sieht. Ich werde immer mal wieder in das Lexikon reingucken, aber nicht nach jeder Pflanze, die wir bekommen, sondern vielleicht immer so gesammelt, damit sich ein paar Sprüche angesammelt haben. Sonst reißt das Spiel so irgendwie aus dem Konzept raus, finde ich. Und deswegen, jetzt kommen wir zu den Zombies. Der Zombie. Dieser Zombie mag Gehirne. Kann gar nicht genug bekommen. Gehirne, Gehirne, Gehirne. Tag ein, Tag aus. Alte und stinkende Gehirne? Vergammelte Gehirne? Mit abgelaufenem Verkaufsdatum? Nur her damit. Der gewöhnliche Zombie frisst alles. Ah, okay. Und warum gehen die dann nicht zu Deppy Dave? Sondern zu mir? Wenn es ihm kackegal ist? Flaggenzombie.
Lass dich nicht täuschen, auch er liebt Gehirne. Irgendwann hat er jedoch auch eine Vorliebe für Flaggen entwickelt. Vielleicht, weil auf Flaggen immer Gehirne zu finden sind? Schwer zu sagen. Okay, ich habe eine Flagge daheim, da ist kein Gehirn drauf. Aber ich habe sie auch noch nicht mit ultravioletter Strahlung geflutet. Vielleicht entdecke ich dann irgendwo in der Ecke ein kleines Gehirn. Pylonenzombie. Der Pylonenzombie schlurfte früher ebenso hirnlos daher wie alle anderen. Irgendwann hat sich mal eine Pylone auf den Kopf gesetzt und er trägt sie jetzt als Hut. Oh ja, ein echter Partylöwe. Naja, tanzt der anders als die anderen? Nö. Der bewegt sich hin und her und der bewegt sich hin und her. Naja. Stabhochsprungzombie. Manche Zombies wollen mehr erreichen. So wie dieser Stabhochsprungzombie. Das ist typisch für ihn. Ja, der will einfach hoch hinaus. Eimer-Zombie. Er trug schon immer einen Eimer. Wollte sich in dieser Fadenwelt von den anderen absetzen. Oder hat er nur vergessen, dass er ihn immer noch aufhat? Naja, wie auch immer. Für ihn nicht schlecht, er lebt dadurch länger. Zeitungszombie. Zeitungszombie war so nah dran, sein Sudoku-Rätsel zu lesen. Kein Wunder, dass er so ausgeflippt ist. Das kann man nachvollziehen. Und dann noch, wenn er gerade von der Toilette kommt, mit seiner Herzenunterhose. Fliegengitter-Zombie. Die Tür hat er bei einem seiner letzten Hausbesuche mitgenommen, nachdem er das Gehirn des Besitzers gefressen hatte. Tja. Okay. Das Gute ist wenigstens, mit der Tür in der Hand passt er nicht durch meinen Eingang. So. Das war's erstmal. Oh, da kommt zusammen. Hast du schon mal Heulzombie gespielt? Ist genauso, als würde man Eichhörnchen jagen. Du weißt schon, diese wuscheligen kleinen Nager, die Löcher in deinen Rasen buddeln. Ja, kenn ich. Dachte aber, es wären Maulwürfe. Ja, genau so. Nur sind das keine Eichhörnchen, sondern Zombies. Und statt dieser Schaufel gibt es einen Holzhammer. Der ist aber irgendwie klein. Oder der hat riesen Bärenhände. Und statt mir haust du sie platt. Okay. Wir merken, unser Freund, unser Herr, oh, da ist der Hammer, ja. Unser Kerl hier scheint ein riesen, oh, wir können doch was bauen. Ist ein riesen Tierfreund, wenn er Eichhörnchen mit Schaufeln jagt. Und ich würde sagen, wir beginnen damit, dass wir hier erstmal einen Grabfresser setzen, weil er uns Münzen bringt. Und wir so verhindern können, dass Zombies auftauchen, weil soweit ich das bis jetzt sehe, tauchen die nur auf diesen, aus diesen Gräbern aus. Später taucht dieses Spiel hier, oh, ich schlafe noch, taucht dieses Spiel auch als Minispiel noch auf, wenn wir die Kampagne, was weiß ich, durchgespielt haben oder zumindest das Kapitel 2 durchgespielt haben, genau weiß ich es nicht. Spielt aber auch keine Rolle, weil wir es ja eh erst nach dem Abenteuermodus, wenn dann überhaupt spielen, beziehungsweise ich spiele, ihr zuguckt. Können auch gemeinsam spielen. Einer die rechte Maustaste, einer die linke Maustaste. Obwohl die rechte Maustaste, glaube ich, gar keine Funktion hat.